Hallo meine Süßen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es ein ganz besonderes Video und zwar ein XXL DM Haul. Ja, ich dachte mir, jetzt war ich jetzt bei meinem Papa im Urlaub. Ich habe heute wieder einen Sprachfehler, sorry. Wenn das irgendwas nicht so ganz deutsch ist, dann verzeiht mir das. Auf jeden Fall war ich bei meinem Papa im Urlaub. Wissen ja viele von euch, die mich auf Instagram verfolgen, dass ich bei meinem Papa war und ich habe ja Videos vorgedreht und habe jetzt schon insgesamt bestimmt über 2 Wochen keine Videos mehr gedreht und ich habe so vermisst und ich habe euch vermisst, euch eure Kommentare zu beantworten und bin einfach nur froh, dass ich da bin. Und ich dachte mir, was gibt es Besseres, als das erste Video so gesagt mit einem XXL DM Haul anzufangen und ja. Den gibt es so gesagt heute. Ich habe sehr, sehr viel aus dem neuen P2-Sortiment gekauft und viele andere Dinge, weil man kann ja nicht einfach so in DM gehen und sich denken, nee, ich berühre mir jetzt eine Foundation und dann gehe ich wieder raus. Nein, der ganze Einkaufskorb ist dann immer voll und so war es bei mir jetzt auch. Also ich bin 2-mal jetzt im DM gewesen und das ist so gesagt jetzt die Ausbeute, wie gesagt, von den 2 Einkäufen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich fange jetzt mal mit nicht dekorativer Kosmetik an und wir machen dann weiter, dann also dass zum Schluss dann die dekorative Kosmetik kommt, dass das Spannende dann zum Schluss kommt, ne? Genau, also ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe mir von Fahr ein Duschgel, es fängt schon wieder gut an, ein Deo, das ist ein Deo, Denise, ein Deo. Ja, ich habe mir ein Deo gekauft und zwar von Fahr, das Glamorous Moments. Das steht auch edler Duft drauf. Es riecht auch wirklich, ja, es ist super edel, würde ich jetzt nicht sagen, aber doch, es riecht schon auf jeden Fall nicht total süß oder total frisch, sondern ja doch schon ein bisschen edel. Also ihr solltet da einfach mal drin riechen. Ich finde, es riecht sehr gut und ich benutze ja so Deos auch so als Body Spray, Parfumersatz und ja, für 1,25 oder wie viel die von Fahr kosten, auf jeden Fall keine 2 Euro, ist der Duft auf jeden Fall sehr schön. Dann habe ich auch gleichzeitig dann bei Balea gesehen, dass es da ein neues Deo gibt. Und zwar das Golden Magic nennt sich das. Und da steht ja jetzt auch drauf, dass man die Balea Deos ja auch als Body Spray nutzen kann. Und das mache ich eben auch. Und als ich daran gerochen habe, ich bin echt halber ausgeflippt. Also ich habe mir nur so gedacht, so, what? Es hat so unglaublich gut gerochen. Es riecht so unglaublich gut. Also ihr müsst da unbedingt mal dran riechen. Ich habe echt gedacht, was ist das denn? Es riecht wirklich eher nach einem Parfum und nach wirklich einem teureren Parfum. Also ihr müsst einfach mal dran riechen. Wenn ihr dran riecht, ihr werdet wissen, was ich meine. Also es riecht wirklich eher nach einem teureren Parfum. Und weil ich das so toll fand, habe ich mir dann beim zweiten Einkauf nochmal eine Pulle geholt, weil man weiß bei Balea ja nie, wie lange das im Sortiment ist. Das Deo ist übrigens auch ohne Aluminiumsalze, aber ich benutze es, wie gesagt, eher so zum Feiern gehen, so als Bodyspray. Und da riecht es wirklich unglaublich gut. Also ihr müsst da, wenn ihr im DM seid, euch definitiv das Deo mal mitnehmen oder mal dran schnuppern eben. Also super, super und ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Backups davon holen. Ja, weil es eben, wie gesagt, ihr müsst da dran riechen, dann wisst ihr, was ich meine. Es riecht echt sehr, sehr gut. Wie ihr schon merkt, ich bin ein bisschen aufgedreht. Aber manchmal kennt ihr mich ja so in Videos, dass ich so ein bisschen aufgedreht bin. Manchmal bin ich eher so ein bisschen zurückhaltend. Heute bin ich wieder eher aufgedreht. Und ja, weiter geht's. Auf jeden Fall wisst ihr ja, dass ich eher so total der Haar-Junkie bin. Ich habe sehr, sehr viele Haarprodukte. Und bei mir kommt es wirklich nicht häufig vor, dass ich mir ein Produkt nachkaufe. Nicht, weil ich es schlecht finde, sondern weil ich immer denke, oh, ich habe noch genug da. Und ne, ihr wisst ja, manche von euch wissen ja, was ich so meine. Aber ein Produkt ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil ich das echt so toll fand. Und ich habe das wirklich innerhalb von ein paar Wochen aufgebraucht, weil ich ja, weil ich es einfach so super fand. Und jetzt war ich doch nochmal vor dem Balea-Stand da, vor den Balea-Sachen gestanden und dachte mir, komm, ich nehme es nochmal mit. Und zwar rede ich von dem Balea-Farbglanz, von dieser 2-Minuten-Kur. Die war damals in einer anderen Verpackung, soweit ich mich erinnern kann. Die war ein bisschen breiter und ein bisschen kleiner. Haben sie jetzt die Verpackung geändert, finde ich ja aber nicht schlimm. Und das war eben echt so eine super Kur. Ich hätte das niemals erwartet. Die kostet 1,25 Euro. Und ich dachte mir, oh komm, nimmst du es immer mit, probierst es immer aus. Und ich war so überrascht, weil sie die Haare so weich gemacht hat. Und ja, deswegen habe ich sie auf jeden Fall nochmal mitgenommen. Ich liebe den Geruch aus dieser Reihe. Dieses Grapefruit, also diese Blutorange. Und es riecht, oh, es riecht so frisch und gut. Also ich liebe den Duft und ich habe davon eben auch noch das Shampoo. Das werde ich jetzt wieder in Kombination mit diesem hier verwenden. Und also diese Reihe von Balea kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist wirklich schon fast das Lieblingsprodukt von mir, von Balea. Also von den ganzen Balea-Shampoos ist das wirklich das, was mich am meisten überzeugt hat. Ja.
Dann habe ich mir von L'Oréal das Hot Glatt gekauft. Das ist eben ein Produkt, das es schon seit Jahren eigentlich gibt, wurde jetzt aber neu gemacht und viele haben gesagt, dass das Neue auf jeden Fall besser ist als das Alte. Deswegen habe ich es mir nochmal gekauft. Wenn ihr so Probleme genauso wie ich habt, dass eure Haare schnell irgendwie wieder ja, lockig werden oder so, dann kann ich euch das Produkt auf jeden Fall empfehlen. Und dann musste ich das ja auch ausprobieren, weil die Mami-Seelen das so empfohlen hat. Und zwar ist das Garnier Fructis Wunderöl. Und zwar ist es ein Öl mit Hitzeschutz und Pflege, so gesagt. Also ihr habt einen Hitzeschutz damit drin, bis zu 300 Grad, genau. 230 Grad. Und eben dann so eine Pflege noch zusätzlich. Und das hat, glaube ich, 3, 4 € gekostet, aber so ein Öl hält euch halt echt ewig. Deswegen musste das auch mal mit und ich habe es jetzt schon ausprobiert und ich finde es bis jetzt echt gut. Kommt wieder eine Sache, was darf nicht fehlen, wenn man im DM ist? Natürlich Balea-Duschgels. Ja, und so verrückt wie ich bin, muss ich natürlich gleich mal 5 kaufen. Ja. Wie gesagt, die Balea-Duschgele kosten eben nur 55 Cent und das ist immer halt auch das Problem, weil man dann irgendwie alles mitnimmt. Ich weiß auch nicht, es ist so schlimm. Ich habe mir zum Beispiel hier Shining Berry mit Himbeerduft so einen Schauer mit Schimmer mitgenommen. Warum? Ich kam nach Hause und dachte mir, warum habe ich das jetzt nochmal mitgenommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung, ich will nicht glitzern. Ich werde jetzt echt mal gucken müssen, ob ich danach glitzere. Und wenn ja, dann muss ich leider das Produkt wegschmeißen, weil ja, ich möchte nicht glitzern wie Edward in der Sonne oder so. Aber die anderen Duschgele sind wieder stinknormale Duschgele, die man, wie ich finde, nie genug haben kann. Und ich habe mir ja vor ein paar Wochen mal das Hochgefühl gekauft und fand das eben so klasse, weil das einfach nur frisch riecht und nicht irgendwie süßlich oder, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Das geht einem einfach nicht so schnell auf den Sack. Deswegen habe ich mir das einfach nochmal gekauft, so als Backup, weil man, wie gesagt, von so Duschgelen finde ich nicht genug haben kann. Und dann gab es eben wieder 3 neue Duschgele im Sortiment und da nehme ich eigentlich fast immer alle mit, außer wenn mir jetzt irgendwas nicht so gut gefällt wie Orange oder sowas. Aber da gab es einmal das Balea White Passion. Die Verpackung sieht auch wunderschön aus. Und zwar ist es mit dem Duft von weißen Blüten und Acaibeeren. Oh, das riecht auch unglaublich gut. Also ich freue mich da schon sehr mit zu duschen. Dann gab es eins, das so ähnlich aussah, das nennt sich Purple Kisses. Das ist aber mit dem Duft von Lilien und schwarzen Himbeeren und riecht noch ein Ticken so ein bisschen fruchtiger. Und dann habe ich mir eine Sache mitgenommen, die wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren, weil ich bin ja nicht so der Vanille, Orange, Zitrone-Fan. Aber das war jetzt mit dem Duft von Vanille und Orange und das sah einfach auch so cool aus. Also ich weiß auch nicht, da musste ich es einfach irgendwie mitnehmen. Ja. Riecht aber auch nicht so stark nach Vanille oder Orange, sodass es mir nicht mehr gefällt. Also ich bin schon sehr gespannt, das mal zu benutzen. Und wie gesagt, alle Balea-Duschgele kosten 55 Cent. Und von daher, ja, finde ich, kann man da nichts falsch machen, weil 55 Cent ist ja nicht so unbedingt viel. Dann habe ich mir einmal einen Nagellackentferner noch von Evelyn mitgenommen. Die haben jetzt so eine coole neue Verpackung, so ein rundes, keine Ahnung. Auf jeden Fall 45 Cent oder so kostet der und ist einfach. Ja, super zum Nagellack entfernen. Wie gesagt, der alte sah so aus. Und der ist, wie gesagt, bei mir jetzt fast schon leer. Deswegen habe ich mir da einen neuen mitgenommen für meine Schwester. Hier die Nachtpflege von Nivea mal ausprobiert für sensible Haut. Und sie fand die wirklich gut. Und deswegen habe ich mir die einfach auch mal gekauft, weil die ist ohne Parfum und ohne Parabene und kostet, glaube ich, um die 4 €. Und ich finde sie bis jetzt echt klasse. Also als Nachtpflege, wenn ich frühs aufwache, meine Haut, ich merke, die ist auf jeden Fall geschmeidiger und mit Feuchtigkeit versorgt. Dann habe ich mir mal mitgenommen. Es hat mich sehr interessiert. Und zwar ist es von Garnier, die Anti-Dunkle Flecken Nacht. Das ist so eine Creme, die eben auch gegen, also es soll auch dunkle Flecken mildern, sowas habe ich ja nicht im Gesicht. Aber ich habe eben von Pickeln eben sehr, sehr viele Pickelmale. Und die scheinen halt immer sehr stark durch, weil die sind halt sehr blaustichig. Und es scheint halt durch jede Foundation durch. Und ich habe einfach keine Lust mehr, weil ich habe so schöne Haut bekommen. Ich habe gerade mal nur noch hier so ein Pickelchen und hier so ein Pickelchen. Und das war's. Sonst ist meine Haut super rein geworden. Und ich bräuchte eigentlich gar nicht so viel Foundation. Aber durch diese dunklen Flecken, das sieht einfach grässlich aus. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich nehme jetzt mal was mit, das anscheinend dagegen helfen soll. Werden wir mal schauen. 5 € hat es gekostet. Und das sollte man eben immer abends, bevor man schlafen geht,
eben ein paar Tropfen dann so gesagt auftragen und man soll anscheinend schon nach 2 Wochen einen Unterschied merken. Also ich bin jetzt mal gespannt und sage euch da auf jeden Fall mal Bescheid, ob das wirklich was hilft, weil ich denke, viele, viele, viele Leute kämpfen mit so Pickelmalen einfach für wirklich, dass das was bringt. Und dann habe ich mir noch gekauft Babypuder, ja, weil die Fanny Pilgrim ja immer erzählt, dass sie sich in einer heißen Sommernacht so gesagt damit vorher so einpudert und dann eben über die Nacht eben trocken bleibt. Und ich dachte mir jetzt, es ist ja jetzt kein Sommer mehr und nicht mehr so heiß, dass man das jetzt irgendwie dafür benutzen könnte. Aber bei uns im Club, wenn ich da feiern gehe, da ist es immer so warm, dass ich so schwitze. Das ist echt schon ekelhaft. Also gerade so am Rücken und so. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ey komm, ich probiere einfach mal das aus, das Babypuder vorher irgendwie so ein bisschen aufzutragen und wollte jetzt einfach mal gucken, ob das was hilft, dass ich eben nicht so stark schwitze. Also es klingt jetzt ekelhaft, aber ich meine, ich schwitze ja nicht unter den Armen, sondern ich schwitze meistens halt echt so voll am Rücken so und es ist halt echt ekelhaft und deswegen wollte ich das einfach mal ausprobieren, ja. Wenn es ja nichts bringt, kann ich das auch eben, wie gesagt, nächstes Jahr für den Sommer benutzen, um eben dann trocken zu schlafen. Genau, und es hat 1,75 oder so gekostet, deswegen dachte ich mir, komm, jetzt probierst du es auf jeden Fall mal aus. Ich habe mir einmal aus der Essence Hello Autumn einen Thermolack gekauft, der so gesagt bei Kälte und Hitze so gesagt die Farbe verändert. Und das habe ich mir in so einem schönen, ja, herbstlichen Braun gekauft und finde ich wunderschön die Farbe und der musste auf jeden Fall mit. Dann habe ich aus der Essence Yes We Pop LE so ein wunderschönes Blau mitgenommen. Das ist übrigens die Farbe Hello Hipsters. Mir aus der Color Show Vinyl Reihe von Maybelline so einen schwarzen Nagellack gekauft, der eben diesen Vinyl Look hat, was jetzt gerade irgendwie so in ist auf den Nägeln. Und dann kommen wir schon zum neuen P2 Sortiment. Da habe ich mir 2 von diesen Leather Matte Polishes gekauft, die ja so aussehen. Ja. So. Und mich haben jetzt eher die 2 dunkleren Farben interessiert. Also dieses ja, lila, burgunderrot und eben dieses ganz dunkle. Weil, wie gesagt, es ist jetzt langsam Herbst und da finde ich diese Farben eben wunderschön. Auf jeden Fall finde ich sie eigentlich echt ganz schön. Und wenn ihr es mal ausprobieren wollt, könnt ihr euch auf jeden Fall da welche holen. Also die decken sehr gut und so weiter und für den Preis könnt ihr da auf jeden Fall welche ausprobieren. Dann habe ich mir noch die Farbe Hurry Up mitgenommen. Das ist so ein sehr schönes, knalliges Pink. Kurativen Kosmetik von P2 weiter, was ich mir da geholt habe. Da kam ja sehr, sehr viel ins Sortiment. Einmal diese Mascara. Da kamen ja, glaube ich, 2 oder 3 Mascara-Reihen ins neue Sortiment, wo es dann immer verschiedene Varianten davon gibt. Und ich habe mir immer eben die Dramatic Lashes Ultra Black Mascara gekauft. Und die hat eben so ein ganz tolles Bürstchen. Also so Bürstchen mag ich eigentlich echt gern. Sie macht halt nicht das, was ich eigentlich gedacht hätte. Ich dachte, sie würde sehr, sehr gut die Wimpern verdichten. Aber sie ist eher so eine natürliche Mascara, die halt sehr gut trennt. Aber trotzdem benutze ich die dann einfach in Kombination mit einer anderen. Es kam ja eine neue Foundation ins neue P2-Sortiment. Die nennt sich All-in-One Professional Make-up mit Glow-Effekt, 3-in-1 Make-up, Primer und Concealer, strahlender Teint, langanhaften, für alle Hauttypen geeignet. Ja, das beschreibt sie eben und das hat mich eben an die Max Factor erinnert, die ich ja sehr gerne mag, diese auch 3-in-1 Foundation, Primer, Concealer und Foundation in einem. Genau, aber dazu gleich. Auf jeden Fall mag ich die echt gern. Ich habe mir die dann auch in der dunkleren Farbe gekauft, obwohl es die hellere Farbe ist. Das ist die 015, die ist dunkler als die 025. Und die 015, wie gesagt, habe ich immer benutzt, wenn ich jetzt selbst Bräuner drauf hatte. Und die 025 ist mir aber leider immer noch zu dunkel, wenn ich gar nichts drauf habe. Finde ich echt immer noch schade, dass P2 oder Essence oder so richtig dahinter kommen, wirklich helle Foundations zu machen. Also Catrice hat ja wenigstens eine Foundation im Standardsortiment, die wirklich hell ist, aber P2 und Essence kommen da irgendwie nicht hinterher, finde ich. Also die haben immer viel zu dunkle Foundations, was ich sehr schade finde, weil die Foundation finde ich echt toll. Ich kann da euch auch mal so ein First Impression machen und euch die eben einfach auftragen, dass ihr mal seht, was hat die für eine Deckkraft, für eine Haltbarkeit und so weiter. Genau, also wenn ihr da Interesse habt, schreibt es in die Kommentare.
Und dann habe ich mir ja auch noch den neuen Concealer, den Mattifying Perfection Concealer gekauft. Ich weiß nicht, warum ich schon wieder einen matten Concealer gekauft habe. Ich habe dafür eigentlich eine zu trockene Augenpartie. Aber er ist echt schlecht. Also den kann ich euch nicht empfehlen. Der verschwindet unglaublich schnell. Er verkriecht sich zwar nicht in die Augenfältchen, aber der hat fast keine Deckkraft. Und dafür, dass da stand, dass er eine hohe Deckkraft hat, nee. Also, wenn ihr wirklich ganz, ganz leichte Augenringe habt, okay, aber wenn ihr so Augenringe habt, ein bisschen stärkere Augenringe, könnt ihr damit auf jeden Fall gar nichts anfangen. Aber wie gesagt, find ich schade, dass es in der Drogerie nicht mal so einen richtig, richtig deckenden Concealer gibt, der auch mal ein bisschen günstiger ist. Weil ich mag ja zum Beispiel diesen Der Löscher von Maybelline sehr gerne, aber der kostet 10 Euro und da kriegt 10 Euro kostet noch nicht mal meine Foundation oder ihr wisst schon, was ich meine, ne? Genau, so, dann gab es ja noch ein paar neue Sachen im P2-Sortiment. Es gab ja sehr, sehr viel, weil P2 ja so viel aussortiert hatte. Und da habe ich, wie gesagt, mir ein Intense Artist Breast Pigment mitgenommen. Und zwar in so einem Braun, Browno Retro. Und wie gesagt, die sind hier so gemacht und dann eben hier so gepresst. Und das ist wirklich auch eine wunderschöne Farbe. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Die kann ich euch echt empfehlen, die sind echt schön. Die fangen halt an, in dem Pöttchen ein bisschen rumzukrümeln. Aber wenn euch das nicht stört, sind die echt gut. Die sind schön pigmentiert, die haben schönen Glanz und wie gesagt, ich finde die echt nicht schlecht. Dann hat P2 eine komplette neue Eyeshadow-Reihe rausgebracht mit ganz, ganz vielen Farben. Und ich dachte mir, bevor ich mir jetzt 3, 4 Farben hole und sie sind nicht gut, hole ich mir erstmal eine und dann kann ich mir immer noch andere holen. Da habe ich mich dann für die Farbe 020 Crazy Jetlag entschieden. Die haben hier, wie gesagt, auch dieses Eingestanzte und es sind wirklich sehr, sehr schöne Farben dabei. Und sie haben echt eine gute Pigmentierung, also muss ich ehrlich sagen. Und sie haben wirklich einen sehr, sehr schönen Schimmer. Und ja, also ich finde sie bis jetzt eigentlich nicht schlecht. Und sie kosten, glaube ich, auch nur 1,55 oder 1,60 oder auf jeden Fall nicht über 2 Euro. Finde ich echt super. Und da werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Farben angucken. Weiter geht es dann mit neuen Lippenprodukten. Da haben sie ja auch wieder einige Sachen rausgebracht. Einmal diese komplette Total Matte Lip Cream Reihe. Und die Verpackung finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Mit diesem, ja, ihr seht es ja, mit diesem, ist halt sehr dreckig. Aber mit diesem durchsichtigen Glas, was so samtig aussieht und dann eben diese Farbe. Also ich finde es sehr, sehr schön. Es ist natürlich ein bisschen teurer als die standardmäßigen Lippenstifte, was ich aber nicht so schlimm finde, weil das sind 5 Milliliter drin. Und ich habe mir einmal die Farbe LA Dreams und Havana Nights rausgesucht. Einmal so ein Korall und einmal so ein ja, Dunkelrot. Und finde ich beide echt sehr, sehr schön und gefallen mir auch ganz gut. Also der Dunkelrote, den trage ich halt immer auf, lasse den so ein bisschen antrocknen und nehme den dann mit so einem Kosmetiktuch ab. Und dann trage ich den nochmal auf und nehme den nochmal mit dem Kosmetiktuch ab. Und dann hält er wirklich ziemlich lange. Bei dem Orangenen habe ich jetzt noch nicht so lange, deswegen kann ich da nicht so viel drüber sagen, ob das mit dem auch geht, weil er ist halt einfach heller. Aber an sich schon gute Produkte, aber es gibt ja in Amerika sehr, sehr viel von diesen Lip Creams, von Pochoir zum Beispiel oder auch von Sleek gibt es diese Matte Mies, die man übrigens jetzt auch online bestellen kann, habe ich gesehen, da werde ich mir auf jeden Fall welche bestellen, weil die sollen halt echt sehr, sehr gut in der Deckkraft sein und wirklich matt und wirklich lange halten und das machen die jetzt von P2 eher nicht. Also sie halten schon besser als die Lippenstifte und sie sind auf jeden Fall, auch wenn man die abnimmt, matt. Aber sie sind jetzt da nicht mehr so richtig farbintensiv und halten dann stundenlang, sondern ja, es ist halt dann doch nicht mehr so deckend. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, dann haben sie ja diese High Intense Maxi Lipsticks rausgebracht. Da dachte ich mir auch, komm, probierst du mal eine Farbe aus. Wo steht denn hier die Farbe? Q2 Lip habe ich mir da geholt. Ich trage euch die bestimmt dann nochmal irgendwie auf den... Und das ist eben so ein Pink, eben Glossy, ja. Aber den habe ich noch nicht so getragen, deswegen kann ich darüber noch nicht so viel sagen. Und dann habe ich mir noch einen von diesen Impressive Jail Lip Linern gekauft. Da gibt es ja jetzt auch eine komplette neue Lip Liner Reihe, was ich ganz cool finde, weil wenn also viele, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich die P2 Lip Liner echt richtig, richtig gut finde. Deswegen musste da auch auf jeden Fall einer mit. Und da habe ich mir eben die Farbe
Romantic Red mitgenommen. Und das ist aber eher ja, so ein Korallrot. Ja, aber auch eine wunderschöne Farbe. Und die sind auch wirklich nicht unbedingt so trocken und haben hier hinten dann auch noch so ein Lippenpinselchen dran, was ich ganz cool finde. Ja, und hat, glaube ich, auch keine 2 € gekostet. Und dann gab es noch einen neuen Perfect Look Lip Liner. Da habe ich mir dann auch eine Farbe mitgenommen. Und zwar die Farbe Grape. Und das ist eben so ein, ja, so ein dunkelbraun, ja, wieder so Herbstrichtung halt. So schon in die rötliche, braune Richtung. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Ja, es geht immer noch weiter. Habe ich jetzt noch was im neuen P2-Sortiment? Ich weiß jetzt gar nicht, ob die 2 Sachen jetzt aus dem neuen P2-Sortiment sind. Da habe ich mir einmal so einen Sunshine Finish Bronzing Powder mitgenommen in der Farbe 030 Bali Heat. Und einen Glow Touch Compact Blush in der Farbe Touch of Peach. Beide wirklich sehr, sehr schön. Der Bronzer ist ein bisschen rötlich, was mich aber nicht unbedingt stört. Und der Blush ist wirklich super. Also der ist richtig stark mit pigmentiert und ist wirklich eine wunderschöne Farbe. Also den kann ich euch auch empfehlen. Ich glaube, das ist auch die neue Blush-Reihe. Also die habe ich vorher auf jeden Fall noch nicht gesehen. Also die beiden habe ich mir auch noch mitgenommen. Machen wir mal weiter. Eine Sache habe ich jetzt nicht im DM gekauft. Und zwar habe ich die gekauft bei meinem Papa in der Schweiz. Da gibt es nämlich ja, also in der Schweiz gibt es Revlon und Bourjois. Und wir waren halt kurz so unterwegs. Und dann habe ich eben nach der Revlon Color Stay Foundation eben für Oily Skin gesucht. Also für Mischhaut und so. Weil die viel besser sein soll als die für trockene Haut. Und habe so dumm wie ich bin, weil ich halt da selbst gebräunt war, halt eine dunklere Farbe mitgenommen, weil ich es gleich ausprobieren wollte. Hätte aber wirklich lieber die hellste Farbe mitnehmen sollen, weil jetzt habe ich gar keine Lust, mich mehr selbst zu bräunen. Und ja, hier in Deutschland bekommt man die 110 von dieser Foundation nicht online bestellt. Die Farbe ganz einfach, aber die hellste Farbe einfach nicht. Und da hätte ich mir einfach die hellste Farbe mitnehmen können. Und jetzt kann ich die nicht benutzen, weil ich viel zu hell bin. Und ja, ich bekomme die Helle einfach nicht im Internet, weil jetzt weiß ich, dass ich die auf jeden Fall super finde. Die ist echt so klasse, die Foundation. Die deckt unglaublich gut, die hält lange und sieht einfach nur wunderschön aus. Und ich kann die hellste Farbe einfach nicht bestellen. Oh Mann! Ich meine, ich will meinen Papa auch nicht fragen, ob er da jetzt in den Laden geht und mir die kauft. Also, und in der Schweiz ist halt einfach die Kosmetik viel, viel teurer. Also die kostet online 15 € und in der Schweiz habe ich jetzt, glaube 23 Franken dafür bezahlt. Also knapp wirklich über 20 € auf jeden Fall. Und ich weiß nicht. Aber wir fliegen ja Ende Oktober nach London. Da werde ich sie mir auf jeden Fall kaufen. Und dazu gab es dann ein Nivea Satin Sensation Deo. So ein Deo Roll-On gab es da kostenlos dazu. Ja. Und jetzt wieder zur deutschen DM-Drogerie. Da habe ich mir einmal von Essence den So Glow Cream to Powder Highlighter gekauft. Und zwar eher in dieser Rosé-Richtung, also 020 Bright Up Your Life. Es gibt dann ja auch noch so einen Champagnerton. Und ich wollte einfach ja mal ausprobieren, ob das vielleicht ein Dupe zu den MAC Cream Color Bases sein könnte. Also das ist ja auch ein cremiger. Oh, das Licht, ne? Ein cremiger Highlighter. Und ich muss sagen, ich finde die echt super. Also die sind echt stark pigmentiert. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht so viel nimmt. Und sie sehen echt schön aus. Also ich habe ihn heute, den Highlighter auch wieder drauf. Und ich finde sie echt schön. Also ich werde mir jetzt auf jeden Fall die Cream Color Base von MAC nicht mehr nachkaufen, weil die hier auf jeden Fall auch genauso gut sind. Also da ist der Schimmer vielleicht noch ein bisschen schöner. Aber für den Preisunterschied von, glaube 3 € zu 20 € würde ich immer das Günstige von Essence nehmen. Und davon werde ich mir wahrscheinlich echt auch den Champagnerton nochmal holen. Dann habe ich mir nochmal eine Wimpernzange gekauft von Ebelin, weil meine einfach schon so alt war und habe mir die jetzt eben gekauft. Kommen wir bald zum Ende. Ey, das Video ist bestimmt schon 40 Minuten lang. Es tut mir leid. Ich weiß, ihr liebt es, wenn die Videos so lange sind, aber da muss ich halt sehr, sehr lange dran schneiden und so. Aber ich mache euch ja gerne eine Freude. Ich hoffe, es freut euch auch jetzt wirklich, dass das Video so lang ist. Ja, ich laber schon wieder zu viel. Alverde fixierendes Spray zum dritten Mal nachgekauft. Ja, am Anfang, ich habe nie gedacht, dass ich es nachkaufen würde. Aber ich finde es echt gut. Also für den Preis.
Auf jeden Fall. Und ich hatte halt einfach noch keine Möglichkeit, ein anderes fixierendes Spray zu benutzen. Deswegen, ich glaube, wenn ich das von MAC irgendwann mir endlich mal kaufe, werde ich das total schrecklich finden. Aber an sich macht es das, was ich eigentlich möchte. Das nimmt das Puderige so ein bisschen vom Gesicht. Natürlich nicht komplett alles, aber ich merke auf jeden Fall einen Unterschied, wenn ich es benutze und wenn ich es nicht benutze. Deswegen habe ich mir das nochmal nachgekauft. Und dann habe ich mir nochmal die Max Factor Foundation gekauft, weil da gibt es ja jetzt eine neue Farbe. Und zwar nennt die sich Light Ivory 40. Und das ist wirklich schon fast die einzige Foundation, die wirklich eine sehr gute Deckkraft hat, die ich in der Drogerie gefunden habe, die wirklich hell genug ist für helle Häutchen. Also falls ihr wirklich unglaublich hell seid, und sucht eine Foundation, die wirklich auch mal ein bisschen mehr deckt, dann holt euch diese hier. Ja, weil die deckt echt gut und die ist wirklich unglaublich hell. Also heller auf jeden Fall als jede Catrice Foundation, finde ich, die ich besitze. Deswegen, ja, musste die auf jeden Fall auch mit. Und dann habe ich hier noch eine Sache gekauft. Viele wissen das von euch vielleicht oder auch nicht. Ein paar Blogger durften jetzt mit Manhattan eine LE rausbringen. Also die haben da mitgewirkt und ja. Auf jeden Fall haben Blogger so gesagt eine LE zusammen mit Manhattan gemacht und die kam jetzt eben raus. Und da gab es dann, wie gesagt, einen Nagellack von einem Blogger, eine Palette und einen Lippenstift. Und ich habe mir das so ein bisschen durchgeguckt. Die Paletten, ich habe einfach sehr viele Sleek-Paletten, da besitze ich eigentlich schon jede Farbe. Aber die Lippenstifte haben mich sehr interessiert. Deswegen habe ich mir einfach alle drei mitgenommen, ja. Weil die eben auch matt sind. Genau, und matte Lippenstifte bekommt man, wie gesagt, nicht so häufig in der Drogerie. Und da habe ich mir einmal die Farbe Meet Me at the District gekauft. Das ist so ein wirklich schon fast Neon-Pink. Eine wirklich sehr, sehr schöne Farbe. Dann gab es so ein Korallrot, und zwar nennt sich die Farbe Papayei. Und dann gab es noch ein Rot, und zwar ist das die Farbe Fire Escape. Und das ist eben auch ein wunderschöner Rotton. Eben, ihr wisst ja, ich liebe rote Lippenstifte und gerade matte rote Lippenstifte finde ich ganz toll. Und wenn es da in der Drogerie Lippenstifte gibt, greife ich da immer zu. Und die haben jetzt 3,35 € gekostet, finde ich vollkommen in Ordnung. Das Design ist auch ganz schön. Also, ja, deswegen, also die drei habe ich mir noch mitgenommen. Und zum Schluss, ja, wir haben es geschafft, habe ich mir so Nail-Sticker gekauft oder so Nail, wie sie nennt man das, so Folien eben, von Fingers. Und ja, die sind in so einem Pow-Wow-Bam-Look. Ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Aber die muss ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Ich habe es jetzt beim ersten Mal nicht ganz so hingekriegt. Aber da wird dann wahrscheinlich mal irgendwie am Nail-Donnerstag irgendwas kommen. Mal schauen. Aber ja, das war es jetzt eigentlich mit dem riesen DM-Haul. Ihr werdet schon gemerkt haben, dass es auf jeden Fall ein großer DM-Haul war. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und falls ihr Videowünsche habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!